Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von StarCraft Remastered. So, im letzten Part haben wir Tassa da befreit und jetzt dürfen wir mit der Mission Schattenjäger weitermachen. Los geht's. Entaro Adun Exekutor, mein Dank, dass ihr meine Freilassung erreicht habt, kennt keine Grenzen. Bei allen Göttern, wir können immer noch gewinnen. Die Zeit ist gekommen, die Macht der dunklen Templer zu entfesseln. Zeratul, vielleicht sollten wir jetzt unseren Freunden von dem Feind erzählen, dem wir wirklich gegenüberstehen. Ihr habt recht. Als ich den Zerebraten auf Char tötete, berührte ich ganz kurz die Essenz des Overminds. In diesem Moment war mein Geist von seinen Gedanken erfüllt. Und ich sage euch, dass sich unsere schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet haben. Die Zerg wurden tatsächlich von den alten Xel'Naga erschaffen, denselben Wesen, die uns in unserer Kindheit unterstützten. Doch dann wuchs der Overmind über ihre Grenzen hinaus und ist jetzt endlich zurückgekehrt, um die Experimente zu vollenden, die sie vor so langer Zeit begannen. Ihr seht daher, meine Freunde, dass es bei unserem Kampf nicht nur um die Rettung von Ajur, sondern um die Rettung der gesamten Schöpfung geht. Wenn wir von den Zerg überwältigt werden, wird der Overmind sich frei über alle Sonnen und Planeten ausbreiten und alle denkenden Wesen in sich assimilieren. Nur wir können diesem Wahnsinn noch ein Ende machen. Ein für allemal. Unsere Streitkräfte werden den Kampf gegen die primären Schwarmcluster der Zerg aufnehmen. Wir hoffen dadurch, ihre Verteidigung zu schwächen. Sobald ihre Anzahl geringer geworden ist, können Zeratul und seine Begleiter die Cluster infiltrieren und die Zerebraten vernichten. So Adun will, wird der Tod der Zerebraten den Overmind lange genug ablenken, dass wir ihn direkt angreifen können. Naja, wenn es um die Rettung der ganzen Schöpfung geht, da sage ich natürlich nicht nein. Wir sollen Zeratul benutzen, um die Zerg-Zerebraten zu vernichten. Zeratul und Phoenix müssen überleben. Surprise, surprise. Och, ne, nicht so eine Aktion wieder. Okay. Okay, wisst ihr was? Ich guck mal ganz kurz mit Zeratul, weil der ist default getarnt. Klar, hier sind Overlords und Scheißdreck. Und dadurch werde ich gesehen, aber... Okay, hier haben wir Mineralien. So soll es sein. Entaro Adun. So soll es sein. Bisschen Gas wäre halt auch eine feine Sache. Okay, hier wäre Gas. Ach komm schon, wirklich. Ich tue es für Ajur. Er tut es auf Ajur. Ja, so gut. So soll es sein. Dann. Euer Befehl. Verbindet mich. Dann. Wir sind machtvoll. Und hier. Ich freue mich auf den Kampf. Hierher und du. Hierher. Ihr hierher. Erwarte die Instruktionen. Empfange. Du hierher, du hierher. Mal dahin. Mal dahin. 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 Und dahin. So kann ich dich ein bisschen noch hinterziehen? Ja, geht. Perfekt. So, ihr zwei Kaschelköpfe kommt hierher. Ihr kommt hierher. Los, es wird gebaut. Komm, du baust erstmal hier einen hin. Ihr dürft schon mal sammeln. Keine Ahnung, ob das jetzt die richtige Base ist, die ich mir hier jetzt ausgesucht habe, aber... Base ist Base. Was soll ich sagen? Und noch einen hierher. Jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz hinten um. Nicht, dass da noch was Getarntes war. Aber ich glaube fast nicht. Okay. Hier müssen wir dann auf jeden Fall nochmal Nexus hinstellen. So, du darfst. Okay, ich brauche jetzt einen Nexus.
Dann darfst du auch schon mal das Sammeln anfangen. Hey, komm. Scheiß die Wand nicht an. Erwarte Instruktionen. So, ich glaube, damit sind wir eigentlich ganz gut erst einmal abgesichert. Außer er kommt mit Overlords, dann bin ich voll im Sack. Aber wird sich zeigen. Und ich denke, es wird wieder eine Berserker-Nummer. Ich bin ja gespannt, ob ich wieder gegen Protoss kämpfen muss. Würde mich nämlich nicht wundern. Aber das wird sich noch herausstellen. Und du darfst direkt eine Schmiede hinstellen. Tja, geht voran. Das ist aber mies, dass ich mal direkt eine Basis aufbauen musste. Also, dass ich nicht zumindest ein Nexus hatte. Und die Mineralienfälle hier sind wirklich begrenzt. Wenn ihr mich fragt. Eure Befehle, Templer. Ich tue es. Und ich hoffe, das war jetzt halbwegs okay, was ich hier treibe. Aber dadurch, dass ich einen Arbeiter habe, kann ich... Okay. Der hat echt lange ausgehalten. So. Was ich sagen wollte, dadurch, dass ich einen Arbeiter habe, kann ich eventuell mit Trägern angreifen. Ich weiß nicht mehr, was für eine Giftwolke das war. So. Aber machen wir direkt. Fangen wir hin. Okay, es wird wirklich höchste Zeit, dass hier dass hier was Turmmäßiges steht. So, und... Okay. Ah, der kommt... Wisst ihr was? Zack, my balls, da kommt ein neuer hin. Und dann direkt einen Wardknoten. Und noch eine Sonde. Und jetzt wollte ich eigentlich mich noch ein bisschen umschauen, weil die Ressourcen werden nicht lange erhalten. Ich weiß, ich bin jetzt mit dem unterwegs, der unbedingt überleben muss, aber der ist halt default getarnt. Das macht die Sache halt etwas entspannter. Okay, hier ist nochmal ein Geysir. So soll es sein. Es wird geschehen. Aber ebenfalls Mineralien bräuchte ich halt. Okay, hier sind nochmal mehr. Okay, ich habe meine Base falsch aufgestellt. Geil. Das wäre auf jeden Fall der bessere Spot gewesen. Den holen wir uns aber auf jeden Fall auch noch gleich. Alkacke, dass die Dinge so sackweit auseinander sind. Es wird geschehen. Aber okay, was will ich... Was soll man machen, Leute? Ich tue es für gut. Ihr wünscht... Gut. Jetzt bauen wir hier erstmal fertig auf. Und dann... Ja, und dann. So, ich glaube, das reicht. Alles klar. Hier noch ein Pylon hin. Sammelt meine Bienchen. Und da müssen wir uns auf jeden Fall den Geysir da hinten noch klar machen. Ah, da muss ich fast einen Nexus hinstellen. Das hilft fast nichts. Ihr müsst zusätzliche Pylone bauen. Ey, das ist ja... Da werden die ja nicht fertig, aber die Mineralien sind halt fast abgebaut, Leute. Das ist übel. Das ist richtig übel. Das heißt, wir müssen da eigentlich relativ bald.
Ja, mit dem Team gehen wir dann rüber und tun uns den Mineralien. Komm, du sammelst noch. Ich stelle hier auf jeden Fall einen Nexus hin. Da kommt jetzt noch ein Nexus hin. Und danach holen wir uns das andere Mineralienfeld. Ich hoffe, dass er mir nichts in der Base absetzt. Das wäre eher ungut. Komm, ein bisschen was. Vielleicht noch hinstellen. Nur ein bisschen. Das soll sie ja dann nur lang genug aufhalten, bis. Ja, bis irgendwas da ist. So. Hier nur einen hin, hier nur einen hin und dann bin ich zufrieden. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Okay, und danach machen wir uns auf den Weg und holen uns das zweite Mineralienfeld. Okay. Ja. Ist okay. Ein Turm gegen das, was er mir da gegengesetzt hat, ist okay. So. Wie ich das hasse, wenn er das macht. Wir sind wachsam. Oh, das ist übel. Das ist übel, Leute. Das ist übel. Blutbad. So soll es sein. Das ist echt übel. Hatte mir jetzt hier echt ein Blutbad draufgesetzt. Verdammte Axt. Ja, da kann man nichts machen. Die Dinger bestehen jetzt eigentlich nur aus Luck. Aber was will man machen? So, theoretisch. Theoretisch. Theoretisch können wir rübergehen. So. Hat er mir schon wieder so ein Drecksviech dahin geschickt? Ich glaube, ich spinne. So. Moment. Du bleibst erstmal hier. Stell mal hier einen Nexus hin. Und dann machen wir wieder den Klassiker. Einmal hierher. Einmal hierher. Welche Schlacht ruft? Für Adun. Komm. Möge mich die Ehre leiten. So. Itzaru. Und so. Und dann können wir nämlich ganz gemütlich hier uns eine kleine Verteidigung aufstellen. Weil die Mineralien müssen auf jeden Fall sein, weil schaut euch das an. Wir sind hier durch. Und hier habe ich irgendwie vergessen zu sammeln. Wenn es sein muss, können wir uns dann auch noch den Geysir holen, aber das hat jetzt erstmal sekundäre. Tja, scheiß Blutbad halt. Was soll ich sagen? Ah, kann schon noch weiter sammeln. Sammel mal. Mach mal. Komm, das muss sein. Die sind fertig, das heißt, ich kann mich einmauern. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht komm schon. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Hier will ich auf jeden Fall nur einen haben. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So. Jetzt wäre halt die Frage, ob ich hier direkt schon welche abziehe. Ja, machen wir. Ihr dürft hier sammeln. Weil durchkommen tut ihr auf jeden Fall noch. Und damit ist die zweite Base nämlich auch safe. Was vielleicht nicht so verkehrt ist. Und ihr dürft auf jeden Fall noch sammeln. Gut, passt. Der breakdanced sich hier ab. Und du bist jetzt der Einzige, der hier nicht durch kann, oder wie? Mann, bist du ein Spacko. Okay. So, bauen wir uns hier nochmal 5 Stück. Und dann
haben wir das eigentlich so weit, dass wir uns dann irgendwann einmal auf den Weg machen können. Hier noch ein bisschen Verteidigung. Nicht mehr allzu viel. 3 Türme noch und dann sind wir hier auf jeden Fall safe. Ja, das Mineralienfeld mussten wir uns auf jeden Fall holen. Das war gut, dass wir überhaupt erst anfangen können. Und der Rest ist dann für den Aufbau. Du direkt hier weiter sammeln und du stellst hier noch einen Turm hin und dann darfst du ebenfalls sammeln. Jo, läuft. Ah, denen geht's nicht mehr so gut. Aber ist okay. Ist alles noch okay. Gut, machen wir weiter. Baue ich. So. Ja, sowas in der Art habe ich mir fast gedacht, dass das passieren wird, weil die halt alle im Sack waren, die Türme. Aber macht nichts. Und hier will ich auch noch einen haben. Der Pylon hier, der gefällt mir halt überhaupt nicht. Wir werden angegriffen. Upgrade komplett. Das ist halt echt mies. Ist er draufgegangen? Ey, das ist scheiß Blutbad, Leute. Scheiß Blutbad. Komm, du darfst auch noch einen Turm hinstellen. Ja. Direkt 2 Vergifter. What the fuck? Was läuft falsch mit dir, mein Freund? Ich gehe definitiv auf Berserker, weil wenn der mir ein Blutbad auf die Träger macht, dann sind die Dinger so schnell weg. So schnell kann ich gar nicht Apfelkuchen sagen. Ah, komm. Ich schaue euch das mal an. Alles klinisch tot. Das ist übel, Leute. Das ist richtig, richtig übel. So. Aber ich brauche auf jeden Fall alle Gebäude, die für die Berserker notwendig sind. Dass ich mit den Upgrades gut vorankomme. Okay, also hier wird auf jeden Fall fleißig gesammelt. Und ich würde gerne auch einen Beobachter haben. Würde ich mich irgendwie wohler fühlen. Keine Ahnung warum, aber... Hier auf der Kante vielleicht ein Beobachter. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Ah, das mit dem Blutbad, das ist schon eine linke Nummer. Das sind schon sehr linke Bazillen. Aber es sind Zerg, was erwarte ich? So. Das hier brauche ich leider auch. Ich würde gerne hier unten noch ein bisschen was bauen. Pylonen brauchen wir eh. Ich direkt an hier hin, damit ich mir hier nicht alles zukleiste. Wenigstens noch ein bisschen Bewegungsfreiraum habe. Ja, das ist nicht verkehrt. Ihr geht mal hier runter. Und dann baue ich hier auch ein paar. Hier ein paar und überhaupt Templarchiv kann ich hier tun, Observatorium kann hier tun. Ey, das wird ein richtiger Spaß, Leute. Das sage ich euch. Das wird richtig, richtig knackig, befürchte ich. Okay, ich glaube, ich habe alles. Klar, ich kann jetzt noch einen Flottensignalgeber bauen und ein Arbeitertribunal. Will ich eigentlich nicht. So. Upgrades laufen vor sich hin. Der hat noch ein bisschen was. Und... Irgendein Upgrade ist durch. Ah, schnelle Bewegung, alles klar. Ah.
Direkt mal ein paar Pylonen noch hinstellen. Und ich habe einen Beobachter. So. Upgrade. Perfekt. Dreier Schilde. Macht die Sache auf jeden Fall entspannter. Definitiv. Und noch ein Beobachter. Die Frage ist halt, wo muss ich hin? Das weiß ich noch nicht so genau. So, du bist hier. Dann darfst du auf jeden Fall... Nein, nicht das, sondern das. Dahin einstellen. Und dann... Weiß ich nicht, was ich mit dir mache. Gesagt. Mach dich nützlich. Das will ich auf jeden Fall auch noch haben. Wobei, das ist mir wichtiger. Das ist mir fast wichtiger. Und das hier auch hierher. Ja, die Upgrades, die laufen. Okay, das läuft eigentlich soweit ganz gut. Und wie gesagt, ich glaube gegen... Ja. Also ich habe weiß, ich habe braun und ich habe rot. Okay, ein Teil von Rot habe ich schon gefunden. Zerklinge, okay, da ist ein Luftturm. Pff, Leute, das wird ein Spaß. Okay, da ist ein Teil Weiß. Hier sind... What the fuck? Okay. Also hier haben wir auf jeden Fall einiges an Brutschleim. Ich glaube, ich krieg Besuch hier unten. Hydras. Ja, es wird auf jeden Fall Besuch geben. Da bin ich mir jetzt fast sicher. Eigentlich kann ich den Ausgangspunkt hier unten. Ja, so getarnte Einheiten halt vor die Türme stellen, das ist Premium. Das konnte man früher auch mit bei den Terranern mit den Depots machen. Was ziemlich link ist. Weil die greifen immer. Die versuchen immer erstmal auf das zu gehen, was schießt. Und. Tja, wenn Depots davor stehen, dann können die halt nicht angreifen. Wie gesagt, ziemlich linke Nummer, aber war recht effektiv. Okay. Aber meine Freunde, wir sind schon wieder am Ende des heutigen Parts. Ich denke, der Angriff morgen, der wird nicht mehr allzu lang dann auf sich warten lassen. Vielleicht tue ich jetzt noch ein bisschen offscreen upgraden. Mal schauen. Wobei, ich glaube nicht. Ich glaube, da lasse ich euch teilnehmen. Aber ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich mega mäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.